herzlich willkommen zurück zu meinem zweiten Wochenabschluss. Genau, und wir werden ja heute auch das die Sinking Funds noch bestücken. Genau, aber das erkläre ich gleich, wenn wir da soweit sind. Zuerst wollen wir ja die Ausgaben, was wir so in der Woche ausgegeben haben. Und halt noch, was dazu gekommen ist. Genau. Genau. Parkhaus ist abgegangen. Das Handy ist abgegangen. Genau. Die 50 Euro für meinen Sohn, die werden morgen abgebucht. Und Amazon ist auch schon weg. Da überlege ich allerdings auch, ob ich nicht auf die jährliche Zahlung gehe. Ja, da bin ich halt noch am Überlegen, ob das, ja, mal gucken. Und Kredit ist ja, das ist das für den Laptop, den ich gekauft habe, für das MacBook. Das habe ich aufgeteilt in 2x26. Ja, bis jetzt ist noch nichts. Also ich denke mal, dass das Ende des Monats wahrscheinlich. Aber das werden wir dann noch sehen, ob da noch was kommt. Genau, dann wollen wir einmal zu meinen Ausgaben kommen. Ich glaube, ich mache das einmal so, dann können wir das ein bisschen besser sehen. Ich muss gucken, dass das alles hier noch läuft. Nicht, dass ich das wieder alles schon schön ausfülle und dann sehe ich, dass das mein Handy nicht aufnimmt. So, genau. Dann werde ich hier einmal mein Büchlein aufschlagen, was wir denn so in der Woche ausgegeben haben. Genau, und in Gesundheit stehe ich halt jetzt im Minus. Ich weiß allerdings nicht, ich habe ja einmal Gesundheit 1. Das ist ja das, was ich immer mit dabei habe. Wenn doch was anfällt oder spontan irgendwas. Und dann habe ich ja Gesundheit 2 in meinen Sinking Funds Ordner. Und ja, da sollen halt nur die Dinge rein, was halt dann so für später vielleicht zum Ansparen oder ja, ich bin da auch am Überlegen, ob ich das zusammen machen sollte, weil ich sonst durcheinander komme damit. Ja, ich glaube, ich werde das zusammen machen. Ja, genau. Dann werde ich das einmal hier so durchstreichen. Dann werde ich das zusammen machen, den ich in meinen Sinking Funds Ordner habe. Dann werden wir das dann später nochmal machen, wenn wir dann das Cash-Steffing machen. Ja, bei Getränke habe ich auch wieder überlegt. Ja, ich werde das, glaube ich, doch für den nächsten Monat wieder mit reinnehmen. Ich glaube, damit komme ich dann besser zurecht. Ja, genau. Aber für diesen Monat werde ich das auch einmal so abstreichen. So, genau. Und das ist ja von letzter Woche gewesen. Ich schreibe das mal hier oben hin, dass das wieder, dass das für diese Woche halt nur 100 Euro waren. Und am Ende rechnen wir dann das zusammen, was wir dann halt wirklich noch übrig haben. Also Lebensmittel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Datum, ja, ich glaube, ich schreibe nur das Datum hin und genau. Lebensmittel, da waren wir am 7.3. Ich hoffe, man sieht mich noch. Am 7.3. genau. Am 7.3. bei Rewe. Also weil wir hier Rewe um der Ecke haben, halt so, seht ihr sehr oft, dass ich bei Rewe bin. Oder dass ich da auch sehr oft einkaufe. Da haben wir ausgegeben 5,97 €. Ein kleiner Einkauf. genau, das rechnen wir gleich aus. Dann war ich am 10.3. Oh, Rewe. Da habe ich ausgegeben 23,52 €. 52, genau. Und heute war ich auch noch, das rechne ich jetzt auch mit dir mit rein. Da habe ich ausgegeben
Wo habe ich denn das hingeschrieben? Weil ich da, genau, ich musste ja dann die Drogerie abrechnen, weil ich halt noch Drogerieartikel mitgekauft habe. Ich glaube, das war irgendwas mit 38. Nee, Quatsch. 45 ist das gewesen und davon muss ich ja die Drogerie ab. Genau, dann habe ich ausgegeben 38, 64. Genau, dann können wir das hier einmal rechnen. 100 waren ja für diese Woche geplant. 5,97. Da hatten wir dann noch 94,3. Dann minus die 23,52. Dann hatten wir noch 70,51 und minus die 38,64. Dann kommen wir auf. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich das nicht immer so habe. Das kommt jetzt davon, weil die Kinder ja 2 Wochen Ferien haben, dass ich da nicht so viel zu Hause brauche. Ja. Oh, ich sehe gerade, es wird sehr knapp noch für die nächsten Wochen. Oha, oha. Okay, dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann muss ich wahrscheinlich doch eine neue Seite machen. Weil da würde jetzt nichts mehr dazukommen, weil morgen fängt ja schon die neue Woche an. Genau, da prüfen wir einmal ganz kurz, ob das denn stimmt. Prüfen wir einmal. Da haben wir 25, ist auch eine Menge. Und das kommt ja sowieso dann raus, weil dann ja jetzt für die nächste Woche wieder 100 € reinkommen. So, da haben wir 25. 25. 29. 31. Sieht ja schon mal gut aus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Das sieht auch schon mal gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 87. Stimmt, super. Hätte ich nicht gedacht, dass das so klappt. Aber das kommt ja sowieso raus. Die 5 € werden dann, das werde ich jetzt einmal kurz hier oben hinlegen. Und genau. Ups. Oh, ich lasse das mal hier oben so stehen, damit. Genau, so kann ich das dann auch ablesen. Genau. So, genau. Die 100 € stecken wir dann noch rein für die nächste Woche. Dann passt das alles so. Dann kommen wir jetzt noch mal zur Drogerie. Genau, da habe ich was vergessen. 30 minus 8,99. Da hatten wir dann noch 21,1. Und dann war ich ja, weil wir ja heute noch mal da waren. Ups. Genau, ich rechne das jetzt mal zusammen. Plus 3,99. Dann hatten wir 6,94, genau. Minus die 21,1. Also müssten wir 14,7 noch drin haben. Und wie das aussieht, passt das auch. Ich hoffe, ihr seht das alle. Genau, das sieht auch gut aus. 13, 14 und 7. Super. Das bleibt noch drin. Mal gucken, ob da vielleicht doch noch was kommt oder ich denke zwar nicht, aber so, dann hatten wir noch. Jetzt ist das Buch zugegangen. Da.
So, genau, dann kommen wir jetzt zur Gesundheit. Da hatten wir, ja, ach so, das wollen wir ja dann mit den Singing Pants. Genau, das machen wir dann da. Sonstiges hatten wir. Sonstiges, dann waren wir gestern. Da war ich gestern mit meinem Sohn einmal bei Teddy. Und da habe ich ausgegeben 6,25. Und wir hatten ja drinne, was hatten wir denn drinne? Sonstiges, da hatten wir 10 € drinnen, genau. Ah, ist noch ein bisschen alles durcheinander, muss mich erst noch dran gewöhnen, so alles zurecht. Ich hoffe, man sieht mich noch. So, genau. 6,25 minus die 10 €. Dann wir 3,75 noch drinnen. Das sollte eigentlich auch reichen. Ich werde das auch beim nächsten Mal mit hier hinschreiben. Ich habe auch schon eine Idee, vielleicht, wie ich das im nächsten Monat aufbaue. Also, ja, mal gucken. Also, ich werde das auf jeden Fall nicht mehr so machen. Ich werde das dann ein bisschen anders machen. So, sonstiges, da müssen wir mal gucken. Das Geld wird jetzt auch erstmal drinne bleiben noch. Vielleicht kommt ja doch noch was dazu. Da haben wir 3, 50, 70, genau, und 75. Das passt auch. Auch super. Genau, und dann hatten wir Drogerie habe ich schon, Lebensmittel haben wir schon. Genau, dann bleibt jetzt nur noch Gesundheit. Genau, Getränkeumschlag habe ich mir wieder gemacht. Also ich werde das wieder nächsten Monat wieder mit auffüllen mit Getränken. Ich glaube, das ist doch. Genau, und hier den Umschlag nehme ich jetzt einmal raus von Gesundheit. Ich glaube, ich werde das dann jetzt über die Sinking Funds laufen lassen. Genau, also das waren erstmal so meine Ausgaben, die ich diese Woche hatte. Aber es sollte eigentlich gut laufen. Genau, hier überlege ich mir was. Entweder nehme ich mir da jetzt so einen einzelnen Zettel, mal gucken, ob ich irgendwas finde, oder ich werde das. Haben wir hier unten noch Platz? Nee, ich glaube, okay, dann muss ich das vielleicht auf eine andere Seite noch machen. Genau. Okay, dann kommen wir sonst einmal rüber zu den Singing Funds, weil die wollen wir ja noch bestücken, ne? Und hier schreibe ich einmal noch genau die Ausgabe. Da hatten wir ja bei Gesundheit. Ja, das war einmal der Zahnarzt von meinem Sohn. Er hatte eine Zahnreinigung und da musste ich halt, was war das denn? 34, 54 zahlen. 34, 54. Ja, und dann war ich noch einmal in der Apotheke. Und da habe ich 1,94 € bezahlt. Genau. Und da ich ja nur 20 € in Gesundheit hatte, heißt das, wir sind da im Minus. Also wird das auch aufgestockt. Ne? Weil ich hatte ja hier nichts und 20 € waren ja in den anderen Umschlag, in den variablen Umschlag drinne. Genau, und das hat halt nicht gepasst. Jo. Also da waren wir, das schreibe ich jetzt auch mal noch mit den. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich weiß nicht, wo meine ganzen Fricksen, wo die ganzen Stifte sind. Mein Blauer ist jetzt weg. Ich glaube, ich habe hinten noch ein, der grüne ist noch da, aber ich hatte auch einen lilan und die sind alle verschwunden. Naja, okay, dann würden wir, also ich zähle jetzt die 20 € dazu, die ich in den Variablen hatte. 34, 54 minus 1,94 €. Ist das jetzt richtig?
20 Euro hatten wir hier. Minus die 34,54 und minus die 1 Euro. Genau, ja, da stehen wir halt in minus 16,48. Ja, also, ich habe mir dazu auch einen kleinen Zettel gemacht. Das kann ich zumachen, das Büchlein. Das lege ich dahin. Bin mir hier ein Zettel gemacht, wo ich schon aufgeschrieben habe, weil ja manches auf dem Konto ist und manches halt nicht. Also ich werde das jetzt für diesen Monat noch hier eintragen. Ich habe mir hier hinten halt sowas gemacht. Da, wie ihr seht, habe ich da auch schon den Stand hingetragen, was wir da aktuell drin haben. Und ich werde das dann halt auch jedes Mal mit aufschreiben, was wir da jetzt mit reintun, wenn ihr das wollt. Ich glaube, so habe ich dann auch noch mal so eine bessere Übersicht darüber. Ja. Aber erstmal werde ich das jetzt so machen. Da müssen wir gleich mal ein bisschen rechnen, weil da habe ich jetzt vorgehabt, dass ich eventuell, was habe ich gesagt, 80 Euro reinstecke. Ja, weil dann noch auf mich was zukommt. Ich muss noch mein Medikament aus der Apotheke holen und ja, machen wir gleich. Erstmal machen wir das Kleiner und Otto habe ich 20 Euro aufs Konto überwiesen. Ach nein, warum schreibe ich das denn jetzt mit rot? Das wollen wir ja nicht, ne? Also das wieder weg. Und den hier. Also 20 Euro und dann haben wir 20 drauf. Also da bin ich auch am Überlegen, ob ich das vielleicht auf Vivid mache, damit ich, weil ich habe jetzt Klarna und Otto, Kleidung, Luxus und Amazon ist neu dazugekommen. Habe ich jetzt auf dem Konto zusammen, auf mein Sparkonto. Ich werde das ausprobieren, wie das klappt, weil ich habe ja hier die Zahlen, wie viel wo jeweils drin ist. Ja, genau. Dann werden wir dann schauen, wie das so läuft. Gesundheit machen wir gleich. Weihnachten haben wir, habe ich mir aufgeschrieben, da kommt 20 rein. Das ist ja ein, der ist ja an den Umschlag. Da haben wir dann 120 drin. Urlaub ist auch, was habe ich mir da aufgeschrieben? Urlaub auch 20. Da sind wir bei 50 und 60. Ah, langsam fühlt sich das alles. Auto, da kommen auch 20. Ja, auch 60. Geschenke, auch 20. Dann haben wir 130. Schule, auch 20. Da haben wir auch 130. So, Kleidung. Das ist auch auf dem Konto. Da habe ich 50 Euro überwiesen. Luxus habe ich jetzt auch auf dem Konto. Schreibe ich mal hier noch mit hin. Luxus habe ich 20. Das ist auch 20. So. Arbeit haben wir auch überwiesen, ist 10, dann haben wir 12,67. Genau, 10 rein. Und 12,67. So. Notgroschen muss ich nochmal nachrechnen, ob das denn so stimmt, weil da müssten jetzt, genau, da muss ich ja diese, was war denn das vom letzten Mal, diese von Atapol, diese 12 Euro hatte ich da. Genau, also 12, ja, habe ich ganz vergessen. Ich muss es auch irgendwie anders machen, dass wir das dann hinten so eintragen. Ich habe gemerkt, das ist auch nicht so richtig.
Also plus die 12 € von letzter Woche und dann plus die 10 €. Dann müsste das eigentlich genau 0,4 minus. Nein, Quatsch. Was rechne ich denn hier? 6,4 plus die 12 € von letzter Woche und plus 10 €. Genau, dann haben wir nämlich 28,4 auf dem Konto. Also, dann haben wir hier 22. Ich nehme das jetzt mal rein von letzter Woche, dass wir hier dann auf 28,4 kommen. Genau, das wird auf jeden Fall geändert. Und hier bei Gesundheit wollte ich ja 80 € reinpacken, also 80 minus die 16. 48. Also werde ich jetzt, genau, ich werde jetzt nicht das ganze kleine, ich werde das jetzt mal auf 60 € abrunden. Also 60 € backen wir jetzt dann hier rein. Genau. Dass wir auf glatte Zungen kommen, das ist dann etwas besser. Genau. Okay, dann haben wir das soweit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier mit, ob wir das, nee, ich glaube, das trage ich dann alleine ein und das nächste Mal machen wir das dann zusammen. Also dann wird wahrscheinlich das hier nicht dabei sein. Dann werden wir das direkt dann hier so eintragen. Ich glaube, da sind wir besser dran. Okay, jetzt hole ich einmal das Geld, was wir, genau, dann müsste ich, ach so, ja, das wieder ganz vergessen. Da kommen ja auch noch die zusätzlichen Einnahmen, die ich jetzt hier mit rein tue. Genau. Und da hatten wir ja, das muss ich auch noch aufschreiben. Seht ihr, ich habe das schon wieder ganz vergessen. So. Also. Genau, zusätzliche Einnahmen habe ich auch hier mir in das Büchlein geschrieben. Einmal kurz durchblättern. Genau, da habe ich, ups. So, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ah, ich brauche hier Ordnung. So, genau, dann müssen wir einmal auf die andere Seite. Und dann werde ich auch hier einmal. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. So. Ja, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass ich auch ein bisschen rede hier, euch unterhalte. Ja, das ist noch ungewohnt für mich. Aber das kriegen wir hin. Okay, da hatte ich jetzt am, ist das am 6.3.? Genau. So. Am 6.3. habe ich meinem Bruder Kleingeld gegeben. Er brauchte das und hat mir das dann halt gewechselt in 10 €. Da schreibe ich jetzt mal auch Kleingeld hin. Also er brauchte das, weil er sein Auto waschen war und so. Und dann hat er mir dafür einen Schein gegeben. Genau. Und am das ist eine lustige Sache. Am 8.3. zum Weltfrauentag war das, glaube ich, hat mir mein Mann 100 € gegeben. Ich wollte das nicht, aber er sagte, ja, dafür kannst du dir was Schickes kaufen. Aber ich werde das auch jetzt in die Sinking Funds mit reinstecken. Ich glaube, das ist auch so in Ordnung. Was schreibe ich denn hin? Frauentag? Ja. So. Und dann heute habe ich Pfand weggebracht und da waren das 5 €. Mal gucken, ob ich die. Ich weiß noch nicht, ob ich die vielleicht auch in die 5-Euro-Challenge reinpacke. Mal gucken. Genau. Dann gehen wir wieder einmal zurück. Wir müssen das
das jetzt einsortieren. Dann werde ich das einmal weglegen. Dann werde ich mir das einmal hier so hinstellen. Genau, so sehe ich das gut. Und dann werden wir das einmal einsortieren. Das ist jetzt... Genau, das ist jetzt die zusätzlichen Einnahmen. Ach, ich glaube, ich muss einen Zehner rausnehmen, weil der noch von letzter Woche war irgendwie. Irgendwie habe ich da, ich glaube, das sind die 10 Euro, die ich letztes Mal aus Drogerie genommen habe. Und die habe ich dann wieder da meine zusätzlichen Einnahmen genommen. Und das ist das, was ich dann jetzt von der Bank noch abgehoben habe. Das letzte, das andere habe ich ja alles dann überwiesen. So, mal gucken, ob das auch so hinhaut. Hier seht ihr, ich habe auch einen Umschlag für meine Kreditkarte. Ja, da habe ich mir ja, das habe ich mit gemacht, wo ich mir das MacBook bestellt habe. Und ja, das soll dann nur so sein, wenn wirklich mal was groß ist. Also jetzt nicht so. Und da will ich halt schon ein bisschen mit anfangen zu sparen, falls ich mir doch mal wieder was Großes irgendwie anlege oder wenn wir in den Urlaub fahren, damit wir da bezahlen können und das dann am Ende Monat dann halt bezahlen können. Genau. So, Gesundheit. Und wie ihr seht, habe ich mich versucht an so einen Tracker. Ein bisschen klein. Ich glaube, ich muss dann noch ein bisschen kreativ werden, aber ich finde für das erste Mal, ja, habe das jetzt einfach nur mal so provisorisch, so ein Prototyp gemacht, aber es sieht nicht so schön aus wie bei den anderen YouTuberinnen, die das machen. Ich glaube, ich bin dafür nicht so geschaffen, um das hinzubekommen. Aber den tue ich zur Seite, den habe ich jetzt da nur so reingetan. Ich glaube, ich habe hier Gesundheit falsch geschrieben, ne? Oder ist es richtig? Sieht so. Okay, da wollten wir jetzt 60 Euro reinpacken. Und dann passt das ja dann wieder. Dann ist ja das Minus ausgeglichen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Dann nehmen wir jetzt die 50 und die 60. Na? Sind so richtig. Also werde ich das jetzt immer hier drinnen lassen bei den Sinking Funds und werde mir hier was aufbauen, sodass ich das nicht immer mitnehmen muss. Weihnachten hatten wir gesagt, da kommt 20 rein. Genau, dann können wir auch einmal kurz nachzählen. 100 und 120, das stimmt. So, Urlaub hatten wir auch gesagt, da kommt 20 rein, genau. Und da können wir ja auch was ausmalen, ne? Und da müssten ja jetzt 2, 4, 60, das stimmt auch. Und da können wir ja schnell was. Nehmen wir heute wieder mal einen Grünstift. Ach Quatsch, das müssen wir noch nehmen. Ja, mal gucken, wie weit ich damit komme. Also ich will das mal so richtig durchziehen. Sonst hat es bei mir immer nicht geklappt. Ich war nicht immer streng genug mit mir. Aber das sieht ja schon mal alles gut aus, ja. Auto, da habe ich gesagt, auch 20. Und da müssten jetzt auch 60, ne? 5, Quatsch, 3, 4, 5, 6, genau. Ja, das soll dann auch so für Instandhaltung, Reifenwechsel oder wenn mal was Großes ist. Ja, mal gucken, wie weit ich hier damit komme. Geschenke, genau. Geschenke haben wir gesagt, da kommen auch 20 rein. Ich werde mal 2 Zehner nehmen. Das eine. Genau, dann werden wir jetzt bei 110, 20 und 30, das stimmt, Geschenke, genau. Passt ja alles.
Dann haben wir Schule gesagt. Was haben wir in Schule gesagt? Da kommen auch 20 rein. Da werde ich jetzt den hier nehmen. Und dann haben wir 120, ne? Nee, auch 130. Genau, 110, 130. Passt ja schon mal alles. Genau, da habe ich rechts Lebensmittel. Das sollte, ja, da will ich mal versuchen, was halt am Monatsende von Lebensmittel und Drogerie übrig bleibt, dass ich das hier reinstecke und vielleicht auch einen kleinen Puffer aufbaue. Also das habe ich auch bei jemandem gesehen. Ich weiß allerdings nicht, bei wem. Sie macht das auch, glaube ich, für Lebensmittel und Drogerie und irgendwie Restaurant und oder Lebensmittel und Restaurant oder sowas. Und da steckt sie halt immer das Geld, was in der Woche oder im Monat übrig bleibt, steckt sie da rein, um einen kleinen Puffer noch aufzubauen, weil es wird ja alles teurer. Und ja, also das will ich auch mal versuchen, ob ich das so, ja, je nachdem, was übrig bleibt, mal gucken. Da müssen wir ja gleich, was fehlt denn noch? Hey, warum habe ich denn jetzt hier noch Geld übrig? Das ist mein Bankumschlag. Da sind die 10 Euro drin vom Gesundheit, die ich noch hatte. Genau. Hey. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das ist ja jetzt komisch. Also, jetzt müssen wir noch mal gucken. Gesundheit haben wir 80 drin. Weihnachten haben wir als Weihnachten, Auto, Urlaub, Auto, Geschenke und Schule. Ach, tatsächlich? Warum ist denn das jetzt noch so viel? Ich glaube, soll ich das mal einmal ausrechnen hier? Dass ich einmal kurz das ausrechne, was wir jetzt hier reingepackt haben. Also das waren jetzt die 10 Euro und das ist übrig. Also wir haben hier 25 Euro übrig. Uiuiui, das wird bestimmt ein langes Video. Ich rechne das uns einmal ganz schnell hier durch. Was wird da jetzt reingepackt? Ups. 20 plus 60. Na, das will heute alles nicht so richtig funktionieren hier. 20. Ach ja, ich darf ja jetzt gar nicht das rechnen, was ich, ja, natürlich. Ich muss hier jetzt das zusammenrechnen. Ach, das sind, ja, natürlich, weil ich ja hier bei Gesundheit nur 60 Euro reingetan habe, statt 80. Genau, 70. Und 80. Ja, stimmt. Ha. Alles gut. Dann, ja, dann werde ich sonst das jetzt noch. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch was. Oder werde ich 10 Euro jetzt hier mit reinstecken? Ne, das werden wir nächsten Monat anfangen. Genau. Genau, dann werde ich das jetzt noch in den Challenge vielleicht verpacken. Genau, und hier von den Rest Lebensmittel. Oder packe ich das vielleicht auch schon damit rein? Also das Kleingeld kommt jetzt auf jeden Fall in mein Eimerchen. Die 5 Euro werde ich jetzt hier mit dazulegen. Die werden wir jetzt in die Shellings machen. Dann habe ich hier die 20 Euro. Ups, war da jetzt noch irgendwas? Ja, da ist noch. Genau. Ups. Ja. So, okay. Dann werde ich jetzt die 20 Euro hier mit reinpacken in den Rest Lebensmittel. Werde das mal so probieren, wie das da so läuft. Und dann mal gucken. Genau. Werde ich das mal hier mit reinpacken. Und vielleicht so einen kleinen Puffer, wenn man doch mal was. Man weiß ja nie, ist ja. Wirklich so. Und dann werde ich jetzt hier die 100 Euro noch rausholen für diese Woche. Genau.
Genau, das ist leer, das ist auch so. Genau, das waren jetzt die 10 € noch vom. Ja, die werde ich jetzt auch einfach mit in den Dings reinbacken und die 100 € werde ich jetzt hier reinbacken für die nächste Woche. Also, genau, noch mein Dings und auch alles weg. Okay, das haben wir. Und dann werden wir einmal noch das hier und dann packen wir das jetzt den Rest hier noch mit ein. Genau, das auch einmal zur Seite. Genau, so. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ach, ich muss das mal hier so, die Kerze da drauf stellen, dass das so bleibt. Okay, dann haben wir erstmal die 5 € machen wir. Sind zwei. Hoch, seht ihr das schon? Ja, das seht ihr. Ja, und ich finde das. Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat, was hier auf der Welt los ist. Ich finde das so traurig. Ja, und es wird ja wirklich alles teuer, auch wie ich sehe, gerade mit Benzin und so. Ja, apropos Benzin, ich habe mir eigentlich auch noch ich glaube auch einen Umschlag gemacht fürs Tanken, wo ich versuche auch jeden Monat vielleicht was reinzutun, vielleicht auch so als kleiner Puffer, weil ich tanke ja immer nur für 70 €. Das reicht für mich auch für einen Monat, weil wir fahren ja jetzt nicht groß rum, zwecks Corona und so. Darum reicht für mich auch die 70 € erstmal. Aber man weiß ja nie. Ja, und da werde ich auch so einen kleinen Puffer aufbauen für tanken. Genau, wenn wir das einmal nachzählen. Ja, da habe ich mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Aber das müssten 10, 20, 30, 40, 45 sein. Ah, das ist schon auch viel. 10, 20, 30, 40 und 45. Super. Es wird, es wird. So, was machen wir jetzt? Und die gucken, was wir hier so haben. Vielleicht werde ich auch, ja, nee, ich werde das jetzt alles hier 30 Hammer, also werde ich jetzt die 30 hier anmalen. So, das sieht ja schon mal richtig voll aus, ne? Und werde das auch hinten noch einmal draufschreiben. Heute ist der 11., ne, wenn ich mich nicht irre. 3. 30 €. Dann wären wir bei 232, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich rechne das nochmal. Ich bin nicht so gut, aber das ist ja eigentlich eine gute Zahl, die man auch selber im Kopf rechnen kann. Ja, okay. Dann passt das auch. Das rechne ich jetzt nicht nach. Das denke ich, das stimmt so. Das rechnen wir beim nächsten Mal nach. Genau. Mal gucken, ob ich das diesmal schaffe. Bin gespannt. So, dann ist alles gemacht. Das auch erledigt. Das tun wir dahin. So, ich wollte euch noch. Die habe ich ja hier bei diesen Teddy gekauft. Die Washi-Tabs nochmal was Neues. Ja. Die habe ich noch. Also, die lasse ich am besten noch so dran. Vielleicht für ein kleines Gewinnspiel, wenn ich mal eine bestimmte Abonnentenzahl erreicht habe. Ja, sonst war das jetzt mein zweiter Wochenabschluss. Und ich bin gespannt, wie sich mein Kanal weiterentwickelt,
bin schon so am Überlegen, was ich noch machen könnte. Wie ihr ja gesehen habt, habe ich mich ja an so einen Tracker versucht gehabt. Ja, aber der muss noch verbessert werden, ne? Ja, und ich glaube, ich bräuchte auch stärkeres Papier dazu. Aber ja, da muss ich noch mal so ein bisschen rumprobieren. Ja, aber vielleicht könnte man den ja doch benutzen. Mal gucken. Jo, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war alles zu erkennen. Ja, zu erkennen. Und dann sehen wir uns zum dritten Wochenabschluss nächste Woche. Und ich bin schon gespannt, weil ich muss nächste Woche wieder arbeiten. Mein Urlaub ist vorbei. Die Kinder haben ja noch eine Woche. Ja, und dann schauen wir mal. Habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und lasst doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich und danke fürs Zuschauen. Tschüss!